geht es tatsächlich darum, uns darauf zu fokussieren, ja, was sozusagen in den nächsten 30 Tagen, also bis zum nächsten Neumond, was wir da manifestieren wollen, was wir kreieren wollen. Und es können dann eben auch emotionale, mentale, physische Wünsche sein, ganz egal. Aber der Neumond bewegt sich immer so um das Themenfeld herum, wie sollen die nächsten 30 Tage werden und was möchte ich kreieren, welche Realität. Guten Morgen, meine Hübschen. Ich habe irgendwie seit gestern, ich habe gestern Abend nach dem Neumondritual ein Eis gegessen, einen riesen Spaghetti-Becher. Ich habe auch nichts extra zur Eisdiele gefahren. Seitdem habe ich so ein ganz komisches Kratzen im Hals. Habe auch gerade mein Temo-Haul abgedreht. Hier sieht es aus. Es hat mich ja so ein bisschen gegrault vor diesem Haul, weil das so viel eigentlich war. Was das eigentlich ist, es ist einfach extrem viel. Und ich hatte gegrault vor dem Chaos, vor dem Aufräumen. Und jetzt stehe ich hier vor der Verwüstung meiner Arbeit und hab's aber geschafft. So, muss jetzt alles noch schneiden, fertig machen, die Kleidung noch anziehen, damit ich für euch halt solche Shutouts noch machen kann. Und ja, dann habe ich den Part auf jeden Fall auch erledigt. Und dieses Outfit, ihr habt übrigens letztes Mal alle nach dieser Hose gefragt und die ist von Temo. Und also ich im Sommer bin ich ein Boho-Mädchen, da muss ich ja sagen. Ich mag es im Sommer echt so luftig leicht, so Mallorca-Ibiza-Style, also richtig so Hippie, ein bisschen. Also nicht so extrem, aber schon cool, finde ich, diesen Look im Sommer. Ich habe jetzt, wie gesagt, alles abgedreht, habe auch noch ein Reel abgedreht. Wenn ihr mir noch nicht auf Insta folgt, könnt ihr es gerne machen, rosi.home. Dann habe ich auch noch eine neue Kamera mir geordert, weil die Joanna und ich ja immer so einen Struggle haben mit der. Sie hat ja, also das ist ja alles, sind ja alles meine Kameras, ne? Und die Sony, die ist einfach super zum Bilderholen. Ja. Ich habe gerade schon gedacht, wenn wir heute einen Fernseher kaufen, können wir eigentlich auch nach einer Kamera gucken. Nee, du kannst die ja dann haben. Ich habe gerade genau den gleichen Gedanken und dann sagst du, dass du dann kannst du die hier hast. Haben. Die kannst du haben. Ja, das ist dann meine. Das ist dann deine. Bam. Ja, ich habe mir auf jeden Fall die gleiche nochmal geholt, nur in einer etwas neueren Version. Und dann haben wir halt so einen Weitwinkel. Und Weitwinkel ist immer gut. Die ist auch ein bisschen besser vom Ton und so. Aber ich bin mal gespannt. Also wenn die ankommt heute eventuell, dann können wir nämlich im Urlaub... das hört sich für euch total bekloppt an, aber es ist wirklich total kacke, weil wenn zwei Leute mit einer Kamera vloggen, kommt es komplett durcheinander und gerade beim Vloggen geht gar nicht. Man hat dann 1 Milliarde Dateien, dann ist das Ding ständig leer und ja, so kann die Joanna dann auf Eigenverantwortung dann auf ihre Kamera achten. Ich habe meine eigene, im Urlaub können wir unsere getrennten Vlogs dann auch machen und ist auf jeden Fall für uns praktisch. So. Plus, wir waren auf dem Kindergeburtstag eingeladen und da gab es Whiteberry Lillet und, Lillet, so Rosé Lillet. Und, aber so eine Fertigmischung, auch von Aldi. Ich hatte die letztens in der Hand, habe die aber nicht mitgenommen, weil ich mir nicht sicher war. Und habe da dann aber stattdessen die Mocelli mitgenommen, weil ich halt so ein Rezept auf Insta gesehen hatte und das halt nachmachen wollte. Und das war super lecker, Limoncelli. Und Vanilleeis und mit Sekt aufgießen. Mua, wundervoll lecker. Aber ballert ordentlich rein, das sage ich euch. Aber wie gesagt, der Lillet war mega lecker. Und dann hatten wir noch so gefrorene Beeren da drin. Und super praktisch. Da hat man dann einfach so eine fertige Flasche. Und war sehr erfrischend auf jeden Fall. Auch nicht so stark. Also richtig cool. Gucken wir mal, ob die den da noch da haben. Hat mich dann echt geärgert an dem Abend, dass ich das dann nicht direkt mitgenommen habe. Aber gut. Das steht dann halt für heute an. Heute Abend habe ich dann auch noch einen Termin bei der Steffi. Da gehe ich nämlich mit meinem Duftkoffer hin. Das ist meine Stammkundin. Sie habe ich auf meiner allerersten Duftparty kennengelernt.
falls einige es nicht wissen, ich arbeite oder bin selbstständige Duftberaterin bei Chogen. Chogen ist meine Partnerfirma, die sitzen in Italien. Und ich habe letztes Jahr im September meine erste Duftparty gemacht und dort habe ich die Steffi kennengelernt. Und die Steffi, die ist parfümsüchtig, die liebt Parfüm über alles und auch richtig hochwertige Parfums auch. Und die ist meine beste Kundin, beste, die bestellt die jeden Monat und die besorgt mir immer neue Kunden, weil die einfach Düfte über alles liebt und so begeistert ist und so davon schwärmt und alles. Und jetzt fast nach einem Jahr hat sie sich ja dazu entschlossen, auch Beraterin zu werden, weil die gesagt hat, hör mal, Rosi, irgendwie, ne, bestellen die alle bei mir, könnte ich das denn auch machen? Ich so, klar kannst du das auch machen, du bist hier meine Top-Kundin, die mich immer weiterempfiehlt. Und auch wenn ich jedes Mal eine Duftparty habe hier bei uns in der Stadt und sie die Leute auch kennt, ist die auch immer dort, die Steffi, und hat schon vorab schon 6 Bestellungen in ihrer Handtasche für mich. Voll süß. Und auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, bin ich heute Abend dann da und dann wird sie halt bei mir in mein Team eintreten und hat sich halt entschieden, das dann auch zu machen nebenbei. Und hat mich dann auch gefragt, ja, bist du dann auch so wie bei den anderen? Ich kenne das nur von anderen. Ich habe einmal Network gemacht und hatte ich ja keinen Bock drauf. Andauernd wurde ich nach meinem Umsatz gefragt und andauernd dies und ich so, weißt du was? Das ist bei mir, ich glaube, ich mache das auch einfach zu wenig, weil, ne, diesen, nicht Druck, aber die Leute zu motivieren, ist, ich mache das, aber ich finde, das muss eine gewisse Grenze haben, weil im Endeffekt entscheiden die Leute sich, einen Nebenjob zu machen, um Geld zu verdienen. So, und das müsste, reicht, stopp, keine Motivation mehr nötig. Das sind deine Klamotten. Warum bestellst du auf meinen Namen Klamotten? Ja, hab mich schon gewundert, kamen Pakete an gerade. Und ich denke schon, hä, ich habe da überhaupt nichts bestellt. Oder ist das von Joanna natürlich? Und das ist jetzt noch. Das ist von Papa. Ja, aber es ist auf Papas Namen. Bei Otto läuft über Papa. Das ist bei Otto bestellt. Und zwar suche ich auf. Man gibt keine Privatsphäre hier Otto? Für niemanden. Hast du Otto bei Otto die Kamera bestellt? Ja. So. Ja, gib mir eine Schere. Gib mal Schere. Vor Jim war heute so anstrengend. Ich glaube, ich muss erstmal reinkommen. Ja, du warst ja jetzt 2-3 Wochen nicht, ne? Weil ja, alles war sehr spannend. Du musst mal ein bisschen mehr aufpassen auf deine Videos. Du hast schon wieder eine Sperre. Ich weiß. Ja, obwohl das die Musik ist, die du runtergeladen hast, diese neue. Diese. Die kann ich. Doch, da steht nämlich Bibi und Tina-Lied oder so. Bibi und Tina habe ich überhaupt runtergeladen. Ja, das steht aber irgendwie da, komischerweise. Nein. Doch. Nein. So wie gestern das Video weg war. Soll ich dir zeigen? Das Video hast du gelöscht. Ich zeig's dir. Bla bla bla. Schaut mal, was ich hier vom Dominik heute bekommen habe. Diesen wunderschönen Blumenstrauß hier. Richtig sommerlich schön. Und der matcht richtig schön heute mit meiner Hose. Richtig, richtig nice. Sehr, sehr schöner Blumenstrauß. Einfach nur so habe ich einen Blumenstrauß bekommen. Wie oft habe ich jetzt Blumenstrauß gesagt? Hat einer mitgezählt? So, hier seht ihr den noch mal ein bisschen besser. Wunderschön, richtig sommerlich. Oh, was ist das denn für eine schöne Blume? Die ist ja toll. Guck euch mal an, wie perfekt die ist. Wahnsinn. Voll schön. Rosen, weiß ich. Margariten. Hier, Gänseblümchen, oder wie die heißen. Weiß ich nicht. Aber die weiß ich hier nicht, wie die heißt. Voll schön, aber richtig nice. Ja, ich habe hier schon ein bisschen aufgeräumt. Aber dann kam der Dominik mit seinem Chaos. Das ist wieder hier alles Chaos angesagt. Ich muss heute auf jeden Fall auch noch Parfüm einpacken und verschicken. Und ich habe vergessen, in dem Haul von Temu euch diese 3D-Moonlampe zu zeigen und noch 2 verschiedene Lichter, die ich noch bestellt hatte für draußen. Ich hau dir gleich deinen Blumenstrauß um die Ohren. Ist ja alles wieder kaputt gemacht, ne? Da sagt er, komm, ich habe die jetzt hier angemacht, die kommt hier, dann kann man die hier so draufstellen. Batterien sind übrigens schon drin. Mach die an, sagt der Dominik, ein Planet. Und dann sag ich, nein, ein Mond. Und was sagt er? Ist der Mond kein Planet? Ja. War eine Frage, berechtigt vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall ist es halt der Mondplanet. Der Mondplanet. Der Mondplanet. Ist der Mond ein Planet? Ich google mal. Was ist das? Wo ist meins? Gib mal mein Handy da. Und jetzt bin ich mal gespannt. Papa, das wird nicht klappen.
Ist der Mond ein Planet? Der muss ja eigentlich, ne? Oder? Ein Mond hingegen ist ein Himmelskörper, der einen Planeten umkreist. Aha! So, wir gehen jetzt hier mit dem Hundi. Der Schwimmi. Hundi. Schwimmi! Willst du jetzt schwimmen? Den schwimmen und dann gehen wir den Roller gleich aus dem Auto holen. Die Anlage ist ja da vorne. Okay? Wir sind jetzt da. Wenn ihr euch fragt, wo Joanna und Lamia sind, die sind nach Moers gefahren. Ein Buch umtauschen. Ich bin mal gespannt, ob das mal so klappt. Die Lamia hat sich nämlich so einen Schülerkalender geholt, den die eigentlich total toll findet. Ich weiß gar nicht, warum die den jetzt umtauschen will. Wen? Den Schülerkalender. Auf jeden Fall sind die nach Moers, um da ein Buch auszutauschen. Nicht Schülerkalender. Sondern? Die hat noch irgendein Buch gekauft. Ach so. Und das hat die angefangen zu lesen und die sagt, da sind so viele Wörter drin, die sie gar nicht kennt. Man muss da so googeln. Ja. Und die musste dann ein anderes Wort nehmen. Das Minecraft-Buch. Papa? Ja, dieses Minecraft-Buch, genau. Das kennt so, die so viele Wörter nicht und dann versteht die Zusammenhänge nicht. Ja, auf jeden Fall sind die halt jetzt da und wir sind hier. Haben sich unsere Wege heute Nachmittag getrennt. Voll gut. Komm her. In so ein Gurten. Doch, er schwimmt weg. Komm her. Genau, das ist weg. Komm her.